Herzlich willkommen zu McNemo TV Episode 50, die Jubiläumsfolge. Die Folge, die ich eigentlich im Dezember 2012 machen wollte, dann als Special-Sendung mit Gästen, der peinlich Name. Oh, das gibt's ja gar nicht. Das ist so prägnant einem der Name vor Kopf, dass er einem sofort nicht einfällt. Aber es ist ja unglaublich. Das Xi, oh. Unser Chefgrafiker, Entschuldigung, ich sehe da draußen, wenn du jetzt zuschaust, ist es mir so peinlich, dass ich kurzzeitig verpasst habe. Also nochmal, Episode 50, ursprünglich geplant im Dezember als Special-Sendung mit Gast, mit Ixi. Leider nicht geschafft, es gab einige Ereignisse, dass sich es verschoben hat. Ja, jetzt haben wir Ende April 2013 und Episode 50 ist erreicht. Mein Name ist Punxsutawney, sozusagen ihr Host heute Abend für die Sendung, für die nächsten. Diesmal ausnahmsweise eine Stunde, denke ich mal, anstatt 45 Minuten, weil es ist ja die 50. Episode. Das heißt, ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet gegen Ende, dann, wenn der Teil ist, bevor die Bademeister gelost werden. Ein kleiner Rückblick auf 49 Episoden McNemo TV. Wird bestimmt interessant, vor allem, wenn man die ersten Bilder sieht von vor jetzt fast 5 Jahren, müsste es gewesen sein, habe ich, glaube ich, die erste Sendung gemacht. Also, ich hatte viel Spaß, als ich vorhin sozusagen diesen Zeitraffer aufgenommen habe und zusammengestellt habe. Hoffe, er wird euch auch gefallen. Kommt dann so ungefähr in 30 Minuten. Ja, kommen wir zum Wein der Sendung. Da habe ich eine Flasche, die habe ich von meiner Mama bekommen. Meine Mama war im Urlaub. Und da haben sie eine Flasche mehr eingekauft und mir mitgegeben. Und ich hatte gerade festgestellt, da ist ja sogar noch Korken drin. Das heißt, ich war gar nicht vorbereitet und musste kurz vor der Sendung noch losrennen. So, jetzt muss ich gucken. Das ist das Gute, man wird abgelenkt. Der Techniker sitzt nämlich in Berlin und nicht bei mir. Deswegen muss er mir aus Berlin Infos geben. Ah, das klingt gut. So. Das heißt, ich hoffe, ich verletze mich jetzt nicht und wenn was passieren sollte, ihr wisst, wo ich wohne, dann ruft schnell einen Arzt, wenn ich mich hier irgendwie ersteche. Weil ich bin, glaube ich, ist gar nicht mehr gewohnt, wie man eine Flasche Wein mit dem Korken aufmacht. Vor allem hoffe ich, dass es keine Sauerei gibt. Oh, das gefällt mir schon nicht, der fängt schon an zu, ah doch, es geht. Also hier der Beweis, das hoffe ich nur. Ah, raus ist er auch. Perfekt. So, wir haben eine Uerziger Würzgarten Spätlese Riesling Trocken aus der Mosel, aus dem Weingut Hans Schweinsthal. Da habe ich auch, ein schönes Bild. Das ist die Flasche. Mit, oh, da steht noch ein bisschen falscher Text. Man sieht, ich war nicht ganz so gut vorbereitet. Aber dann wollen wir ihn mal probieren. Bin mal gespannt, wie er schmeckt. Ich habe ihn auch nicht ganz kalt gemacht, damit ich es vom Geschmack auch noch mitbekomme. Hat auf jeden Fall eine schöne Farbe, ist perlt. Ich finde ihn gar nicht so trocken. Leichte Säure. Lässt sich aber gut trinken. Ist, glaube ich, ein schöner Wein für den Sommer. Der uns ja leider verlassen hat. Die ganze Woche war jetzt Sonnenschein. In München hatten wir 25 Grad. Und was passiert zum Wochenende? Es ist arschkalt. Vor allem ist mir gestern passiert. Ich bin gestern sozusagen in sonniger Kleidung raus, arbeiten. Bin bei 25 Grad in München in den ICE eingestiegen und bin bei gefühlten 8 Grad in Köln wieder ausgestiegen. Weil ich heute kurzzeit für einen Tag im Rheinland war, weil ich mir was mitgebracht habe nachher für den Night Talk, kommt auch gleich noch in der Sendung. Das heißt, das war ein kleiner Kulturschock. Morgen ist, glaube ich, auch noch schlechtes Wetter, nächste Woche besser. Ich hoffe es, weil nächste Woche ist auch 1. Mai. Das heißt, ich werde mit meinen Mammutjägern und wieder an den Kelzer Berg ziehen und Bobbycar fahren. Ich glaube, das hatte ich ja auch schon mal in der Sendung vorgestellt. Und dieses Jahr werden wir zum allerersten Mal Mülltonnenrennen fahren. Ist zumindest geplant. Ich hoffe, es gibt auch ein paar Aufnahmen, dass ich euch danach was zeigen kann. Wird bestimmt lustig. Ja, auf jeden Fall gut für die Stimme. Das passt schon mal. Ja, kommen wir zum ersten Thema der Sendung. Wie immer das Apple-Thema. Da gab es die Quartalszahlen diese Woche.
Apple hat zum ersten Mal seit 10 Jahren weniger Gewinn gemacht als im Vergleichsquartal vor einem Jahr. Sie haben immer noch massiv Gewinn gemacht, ich glaube 9 Milliarden, aber es ist halt weniger als das Jahr davor. Das heißt, haben wir Peak Apple, ist es vorbei, geht es nur noch bergab? Lassen wir uns mal überraschen, zumindest hat Tim Cook angekündigt, dass es einen heißen Herbst für Apple geben wird. Und zwar werden massive Produkte angekündigt, ich weiß es nicht, so bei Apple kann das sein von, wir machen alle Geräte nochmal neu, wie ihr jetzt gerade seht, so MacBook oder irgendwas, bis zu was ganz Neuem. Ich warte ja immer noch auf den Mac Pro, den ich ja eigentlich gedacht habe, dass die Sendung vielleicht schon mit einem neuen Mac Pro gemacht ist. Schauen wir mal, wird wahrscheinlich doch eher Ende des Jahres. iOS 7, macOS 10.9, auch noch nicht bekannt. Da ist aber zumindest der Termin für die WWDC jetzt raus. Und die war ja unglaublicherweise in 2 Minuten ausverkauft. Also wenn das weitergeht, wird wahrscheinlich die nächste WWDC schon ausverkauft sein, bevor sie angekündigt ist. Also wenn man bedenkt, vor ein paar Jahren gab es noch Karten, da wollte da keiner hin und jetzt in 2 Minuten. Wobei Apple wohl ein paar Karten zurückgehalten hat und die jetzt an Entwickler verteilt. Bin ich mal gespannt, was wir dann zu sehen werden, ist im Juni, ich glaube 12. bis 14. Juni, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber viel, viel spannender ist, wann steigt Apple endlich in den Fernsehmarkt ein? Und für mich auch in den Displaymarkt im Wohnzimmer. Also ich brauche keinen Fernseher, ich will halt ein Display-Hub im Wohnzimmer haben, den ich bedienen kann, den ich ansteuern kann über unterschiedliche Geräte und der das abspielt, was ich will. Ich gucke ja fast eh nur noch Fernsehserien. Und ganz, ganz wenig. Und wenn ich Tagesschau gucke, gucke ich es auch fast nur über Internet. Da war ja diese Woche das Telekom-Thema mit, dass sie ja jetzt die Drosselung durchziehen wollen, die ja auch schon in meinem Vertrag stand. Ich habe jetzt einfach mal gekündigt und gehe woanders hin, weil ich sag mal, wenn ich schon bei mir sehe, ich gucke Tagesschau, ich gucke iTunes-Serien und so, wie schnell ich gigabyteweise da durchschiebe. Und es ist nun mal ein Angebot, da soll die Telekom sich nicht anstellen. Naja. Und wenn dann erst recht der Apple-Fernseher, also das Apple-Display kommt und ich fast nur noch Sachen aus dem Internet runterlade, ja, dann sind bei mir 200 Gig wahrscheinlich in 14 Tagen durchgezogen. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Wie gesagt, es soll ein heißer Herbst werden. Ich würde gerne über das Thema nachher im Night Talk diskutieren, wobei ich glaube ich noch keinen gesehen habe von meinen Night Talk-Jungs heute Abend. Schläfer war noch nicht online. Ich weiß, dass der KT in Berlin ist. Er hat zumindest angefragt, ob man über Skype über 3G machen kann. Schauen wir mal. Also, wenn alles gut geht, ungefähr um 23.45 Uhr der Night Talk. Und ich denke, dort werden wir auch noch ein bisschen über Quartalszahlen und heißen Herbst und so weiter reden. Wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Wenn ich so in meinem Tempo weitermache, bin ich wahrscheinlich bei Episode 53 dann erst. Dann gibt es garantiert was Neues. Ansonsten kann ich auch gut damit leben, dass Apple nicht mehr Nummer 1 ist und die meisten Telefone verkauft. Ich habe jetzt so ein Samsung mal wieder in der Hand gehabt und allem. Und nur weil sie viel verkaufen, sind es nicht die besseren Geräte. Und für die Firma habe ich mir jetzt, oder ich versuche gerade meinen Chef zu überzeugen, dass ich so ein Nokia Lumia 520 bekomme. Ich hoffe, ich kann ihn überzeugen. Ist immerhin auch noch billiger als so ein Samsung Galaxy. Nee, Samsung Nexus heißt es, glaube ich. Gut, kommen wir zur App. Ja, die ganz direkt natürlich mit meiner Vorliebe, und zwar das sind die Fernsehserien. Und da hatte ich bis jetzt immer TV, hieß es Forecast oder Series, da muss ich jetzt mal ganz schnell gucken. iOS. Ich hatte bis jetzt immer TV Forecast für iPhone und iPad, hat sich jetzt aber geändert. Ich habe mir jetzt eine neue App installiert, und zwar ist das die iTV Shows 2. Ist eine Universal App, gibt es sowohl für das iPad als auch für das iPhone in einer App. Also einmal zahlen, beides bekommen. Vom User Interface ist es nicht wirklich viel schöner, aber es ist informativer. Und was ich halt mag, ist, ich habe so eine schöne Übersicht, welcher Folgen ich noch nicht gesehen habe, und die wird automatisch aufgelistet. Das heißt, wenn ich mal unter der Woche doch nicht mitkriege, es gibt irgendeine neue Episode, dann schaue ich da rein und dann sehe ich das. Ist halt für so Leute, die viel US-Serien oder auch deutsche Serien schauen, ganz praktisch. Ich bin, glaube ich, aktuell parallel an 10 Serien zu schauen. Ich sehe, der Chat bei Magnemo füllt sich gerade. Das heißt, ich begrüße auch mal die Live-Zuschauer, weil ich denke, das werden auch die Live-Zuschauer sein. Ich sehe einen 1984, würde ich sagen. Ich glaube, ich sehe einen Curry. Curry, heute Abend, wenn du im Night Talk dabei bist, ich kann endlich mal mit einem anständigen Bier in den Night Talk. Kein Münchner Bier. Da freue ich mich am meisten drauf. Allein dafür will ich einen Night Talk heute machen. Ja, also iTV Shows 2
Ich mag's, wie gesagt, wenn ihr viele Serien schaut, lohnt sich's auf jeden Fall. Kostet, glaube ich, 2,39 Euro. Aber ich zahle gerne für Apps, weil wenn ich bezahle für irgendwas und es geht nicht, dann kann ich wenigstens jemanden auch anschreiben und sagen und mich beschweren. Bei kostenloser Software ist das immer nicht so einfach. Gut. Ja, der könnte auf jeden Fall ein Tick kälter sein. Aber es ist ein schöner Sommer. Also wie gesagt, sehr erfrischend. Also sehr säuerlich, aber eine angenehme Säuerlichkeit. Also wirklich, ja. Also ich hatte schon bessere gehabt, das schon. Aber na, ja, kann man, ja, er ist immerhin landesprämiert. Goldene Kammerpreismünze, was es alles gibt. Ja, kommen wir zum analogen, nein, zum Technik-Empfehlung in meiner Sendung. Und da mache ich immer Sachen, die ich selber benutze. Und ich glaube, gefühlt will ich mir das schon kaufen seit einem Jahr. Nee, ich glaube schon mehr als einem Jahr. Und das Gute ist ja auch, dass ich eine fachkompetente Freundin, Bekannte habe, die sich wirklich da auskennt und die mir das Gerät auch empfohlen hat. Sie hat gesagt, kauf das, kannst du nichts falsch machen. Und vor allem, ich habe es auch immer dann gesehen, wenn ich beim Friseur war. Und wie ihr an meinen Stoppeln da oben sehen könnt und auch im Gesicht, brauche ich jetzt nicht mehr wirklich unbedingt die komplette Haarschere, sondern eher das Gerät, was so Bzzz-Geräusche macht. Und da habe ich mir jetzt endlich einen gegönnt. Und zwar, ich würde sagen, wahrscheinlich das Apple-Gerät. Jetzt wollen die mich wieder ablenken. Das Apple-Gerät unter den Rasierern, und zwar den Panasonic ER1611. Ein unglaubliches Gerät. Ich finde es wunderbar. Damit wurden mir auch in den letzten 12 Monaten immer die Frisur gemacht und auch der Bart gekürzt. Jetzt habe ich mir endlich selber gegönnt. Bei Amazon gibt es ihn im Verkaufspreis für 128 Euro, glaube 129. Er rasiert einwandfrei. Er hat von 0,8 mm bis 9, 10. Wie gesagt, die drei Aufsätze sind dabei. Man kann auch alles austauschen. Also wenn mal irgendwas sein sollte, kann man auch Ersatzteile kaufen, den Akku, man kann den Scherkopf, alles austauschen. Ich denke mal, mein Ex-Kollege, der schaut ja auch gerade live zu, der kennt das Gerät auch, weil ich denke mal, das gleiche Gerät wird auch benutzt, wenn man ihm so eine Frisur verpasst. Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Konturenrasierer. Da hat mir aber Insa, liebe Grüße Insa, auch schon was empfohlen, und zwar einen von Bella, den Kontur. Den werde ich mir dann als nächstes gönnen, damit man auch die feinen Konturen ausrasieren kann, die ich heute nicht so. Deswegen sehe ich heute ein bisschen wild aus. Aber ich kann das Gerät wirklich nur empfehlen. Also ich habe auch überall, und wie gesagt, geht in irgendeinen Friseurladen rein oder zu irgendeinem arabischen Barbier, türkischen Barbier, ihr seht immer den Panasonic ER1611 oder halt den Vorgänger 1610 oder so. Und was gut ist, man kann wirklich alles austauschen. Also man kriegt für alles Ersatzteile. Und wenn man das Ding auch in die Hand nimmt, ich hatte vorher so ein Philips-Gerät gehabt, da dachte ich immer so, Luft, das ist wie früher mit den Stereoanlagen. So die Dinger, die Luft waren, die taugten nicht. Und wenn man einen richtig ordentlichen Verstärker hatte, der musste auch Minimum 12 Kilo wiegen. 12 Kilo wiegt sie jetzt nicht, die Schneidemaschine, aber funktioniert einwandfrei. Und ich habe mich nur noch nicht getraut, selber die Birne glatt zu rasieren, weil mir irgendein Spiegel noch fehlt. Aber mache ich auch irgendwann mal, und dann einmal ist ja immer das erste Mal. Also der Panasonic ER1611 werde ich auch in die Shownotes mit einem Affiliate-Link zu Amazon machen, weil hier auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die über die Amazon-Partner-Link bestellen. Wir können damit die Serverkosten finanzieren, gerade über die Weihnachtszeit. Das hat immer gereicht, um 2-3 Monate zu finanzieren. Dann ist es normal, dass erstmal gegen Sommer so eine kleine Delle passiert. Aber vielen Dank, dass ihr mit euren Einkäufen sozusagen die Serverkosten vom mcnemo.de Forum tragt. Also dafür geht das Geld auch rein. So, dann kommen wir, jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich eine kleine Änderung in der Sendung, und zwar hatte ich ja früher immer viel, viel mehr Technik noch und so, aber ich habe ja noch so ein kleines Zweithobby im Internet, also eine andere Sendung, die ich mache, und da habe ich jetzt ein Thema sozusagen rübergeholt nach mcnemo TV, weil es auch einfach Spaß macht, und zwar werde ich jetzt immer in jeder Episode mcnemo TV einen Gin empfehlen, den ich auch selber in der anderen Sendung probiert habe mit meinen Jungs. Und für die allererste Sendung, in der es einen Gin gibt, kann ich nur einen Gin empfehlen. Und zwar den Gin, den man mit Gurke trinkt, der sowas von lecker ist. Also die Komposition von Schweppes,
Gin und Gurke, erfrischend, wirklich lecker. Und zwar ist das der gute Hendrix Gin. Ich vermute mal, die meisten von euch, die Gin trinken, kennen ihn auch schon. Mit dieser schönen kleinen Flasche, die aussieht wie beim Arzt. Ist einer meiner Favoriten, hat auch bis jetzt bei, ich glaube, weiß gar nicht, wir haben ihn, glaube ich, sogar noch nicht in der Sendung offiziell verkostet bei View & Blue, aber er ist so, ja, mein Favorit. Also wenn ich mal einen leckeren Gin trinken will, dann ist das, jetzt wollte ich Sawgrass gerade sagen, weil er mich abgelenkt hat, weil er in den Chat reinkam. Nee, nicht mit Gras, der ist mit Gurke. Also, der Hendrix Gin, da auch meine Empfehlung, wenn ihr mal nach München kommt, gebt einfach Bescheid, dann gehe ich mit euch in den Couchclub oder in die Goldene Bar, lecker Gin Tonics trinken, das macht richtig Spaß. Geht auch im Sommer, ich finde Gin Tonic ist auch ein sehr erfrischendes Getränk, durch das Tonic mit dem leichten Bitternis. Vor allem, da gibt es ja auch noch Unterschiede. Wie gesagt, wir waren jetzt im Couchclub, 100 verschiedene Gin-Sorten, etliche kannten wir schon durch View & Blue. Und es gibt doch eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Geschmacken. Ich mag ja nicht so die fruchtige. Ich bin da eher der klassische London Dry Gin Trinker. Aber wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, trinkt einen schönen, leckeren Hendrix Gin. Ganz wichtig, mit Gurke. Nicht mit Zitrone oder Limette, den müsst ihr mit Gurke trinken. Dann kommen wir zu einem Drink der Sendung. Das habe ich mir nämlich auch überlegt. Und da war ich natürlich jetzt auch nicht so ganz selbstlos und uneigennützig, sondern ich war ja heute in Düsseldorf. Und wenn ich in Düsseldorf bin, nutze ich natürlich die Chance immer und kaufe mir ein richtiges Bier. Also ein Bier, was schmeckt. München, ich habe dich gerne als Stadt. Hier kann man gut leben, hier kann man viel Freizeit, viel Sport machen. Der Biergarten ist schön, aber an euer helles Bier komme ich einfach nicht ran. Funktioniert nicht. Ich weiß, Augustiner Helles ist noch das leckerste von den hellen Bieren, aber es schmeckt mir einfach nicht. Also man kann es trinken, es ist alles okay, aber wenn ich die Wahl habe, trinke ich doch lieber was anderes. Und die 10 Jahre in Düsseldorf haben mich eigentlich im Herzen zum Altbiertrinker gemacht, aber hier ganz, ganz wichtig, ich rede jetzt nicht von Diebels oder Schlösser alt oder so, sondern es müssen die Hausbrauereien sein. Und mein Favorit und einfach der leckerste ist natürlich eins, gibt nur ein Altbier, was wirklich, das ist das Füchschen. Ich gehe davon aus, jeder von euch, der in Düsseldorf war, hat auch schon mal ein Füchschen-Altbier getrunken. Hier ist eine Flasche, weil ich habe mir nämlich welche für Night Talk mitgebracht. Das heißt, Curry, wenn du nachher dein Weizenbier trinkst, kann ich ein schönes Füchschen-Altbier trinken und nicht nur eins. Und was auch nett ist, Füchschen-Alt hatte eine schöne Kampagne mal gestartet, um ein bisschen jünger, moderner zu werden. Und da gab es so schöne Plakate und da bin ich über eins gestolpert, was natürlich zwei Dinge verbunden hat, und zwar die Fortuna und Füchschen-Alt. Sehr schön. Wie gesagt, wenn ihr in Düsseldorf mal seid, geht auf jeden Fall hin. In der Ratinger Füchschen-Hausbrauerei kann ich nur empfehlen. Und gerade im Sommer ist da immer die Hölle los. Also wenn man dann draußen steht und vor allem, man muss nicht so lange warten, sondern wie halt auch in Köln, die Kürbisse sind normalerweise immer auf Zack. Du hast leer getrunken, schon gibt es was Neues. Oh, ich sehe gerade, der Curry trinkt heute im Night Talk was Rotes mit mir. Da bin ich ja mal gespannt. So, und weil ich jetzt so viel über Alkohol geredet habe und weniger getrunken habe, muss ich jetzt erstmal wieder ein Weinchen trinken. Und wie gesagt, das werde ich jetzt in den nächsten Sendungen auch immer machen, dass ich mir jetzt so einen Drink und auf jeden Fall einen Gin für die Sendung hole. Kann ja auch vielleicht mal Curry, also wenn du eine Empfehlung für irgendein Bier aus dem fränkischen Raum hast, weil ich habe ja gehört, also das haben wir wirklich alle bestätigt, ist, dass bei euch aus der Gegend wirklich mit die besten Biere noch kommen, die auch noch richtig nach Bier schmecken. Dann gib mal Bescheid, dann halte ich mal an und nehme mir mal so eine Kiste mit oder so ein paar Pröbchen und dann packe ich die auch in die Sendung. Können wir mal so ein paar Bierchen. Dann habe ich gesehen, ich glaube, der Dr. Pixel ist da. Da müssen wir ja auch nochmal gucken mit dem Magnemo Landgang 8.0, weil der geht ja nach Frankfurt. Da trinkt man ja ordentlich Äppler, ne? Und dann gibt es Handkäse mit Musik dazu. Und Grünsoße, denke ich mal auch. Also Dr. Pixel, da müssen wir mal gucken. Und Dr. Pixel, ich schaff's auch mal auf eine Insel. Ist, glaube ich, eine andere, als die du immer fährst, weil ich fahre nach Naxos Ende des Monats, also Ende Mai. Für 5 Tage. Da sagen wir dann auch Wiedersehen zum Schwalbi. Ah, ich sehe gerade Schanzenbräu.
Ja, kommen wir zu einem weiteren analogen Pick oder Tipp der Sendung. Und zwar hole ich jetzt was hervor, was ich letztes Jahr schon mal empfohlen habe, mache ich aber ganz lieb und gerne, weil die Saison hat begonnen. Und für alle die, die jetzt in Berlin sind oder nach Berlin fahren und mal schönen Nachmittag oder Abend verbringen wollen, Tag verbringen, geht auf die Insel, leiht euch ein Boot aus. Es gibt, glaube ich, ab dieser Saison auch Tretboote. Bruder, wenn du jetzt zuhörst, korrigier mich, bevor ich was Falsches sage. Aber auf jeden Fall Bootsverleih auf der Insel in Berlin. Und zwar Kanuliebe. Ups, das war falsch. Da brauche ich hin, Kanuliebe. Die Boote sind auch wirklich mit viel Liebe wieder aufgearbeitet worden, gemacht worden. Wunderschön, kann ich nur empfehlen. Auch das Ambiente, wo ihr es euch auslaut, die Insel, wunderschön. Wenn ihr auch abends anlegt, könnt ihr dort auch noch was trinken. Ist wirklich wie so ein kleines bisschen Urlaub mitten in der Großstadt. Hier ist ein kurzes Bild von der Webseite kanuliebe.de. Also wenn ihr in Berlin seid, geht einfach mal vorbei. Fahrt einfach mal auf der Spree, ist auch eine schöne Art, die Stadt kennenzulernen. Und wenn ihr Glück habt, trefft ihr sogar den Techniker, meinen Bruder vor Ort. Wenn er da wieder sitzt und mit einem gepflegten Gin Tonic über die Spree in die Ferne schaut. Ich werde es vielleicht nächsten, übernächsten Monat versuchen zu schaffen, weil ich mal wieder nach Berlin muss. Habe jetzt so viele Leute in Berlin schon vertröstet, das heißt, da muss ich auch mal wieder hin. Und dann werde ich natürlich auch eine kleine Tour mit dem Boot machen. Weil ich kann ja schon mal üben, bevor ich wieder mit meinen Jungs unsere Kanutour auf der Diemel mache. Wobei das endet ja meistens nach 100 Meter schon mit dem ersten Versenken. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob mein Bruder mir nochmal Antwort gibt, ob das mit den Tretbooten jetzt auch stimmt. Also gibt es jetzt ab diesem Jahr die Tretboote? Ich war mir nämlich nicht sicher. Auf jeden Fall ist es geplant auch, dass es neben Kanus auch Tretboote gibt. Was gibt es Romantischeres als ein schönes Tretboot zu zweit? Man nimmt ein bisschen Wein mit. Ah, ich glaube, der Dr. Pixel ist ja in Berlin. Also Dr. Pixel, geh mal vorbei, bestell einen schönen Gruß von mir und dann einmal mit dem Boot über die Spree. So, jetzt sehe ich, dass ich eigentlich sogar von der Uhrzeit noch ganz gut bin. Wir haben erst 22 Minuten. Vor allem haben gar nicht so viele in den Pool gesessen oder haben sich in den Pool reingesetzt. Boah, Deutsch. Deswegen ist die Auslosung nachher relativ schnell. Das heißt, ich kann mir ein bisschen Zeit lassen und mal ein bisschen abschweifen. Über Gott und die Welt reden oder sonstige Dinge. Oder über meine neue Fliege. Ja, ich finde, passt gut zur Sendung. Fred hat auch schon, wobei Fred hat jetzt Konkurrenz bekommen. Da hat sich jetzt ein Kindle reingeschmuggelt. Keine Ahnung, wie das geschafft hat. Ah, ich wollte nur die Zeit überbrücken, bis mein Bruder antwortet. So, abbrechen. Ah ja, 70er Jahre Tretboote. Ich kriege gerade die Info von meinem Bruder. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, geht auf die Webseite oder schreibt mir einfach, ich leite es an meinen Bruder weiter. Ein ehemaliger Geschäftspartner von meinem Bruder, als sie noch das Kino gemacht haben und sehr guter Freund ist nämlich der Betreiber dieser Kanuverleih. Deswegen seid ihr auch wirklich in guten Händen dort. Und die Insel ist auch sehr, sehr schön. Kann man abends gut auch mal ein, zwei Wein trinken. Gin Tonic bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob sie den auch verkaufen oder nur selber trinken. Muss man mal schauen. So, kommen wir zur Fernsehserie, die ich empfehlen möchte. Jetzt kommt ja langsam so ein bisschen das Sommerloch. Das heißt so, eigentlich würde man ja nicht mehr vorm Fernseher sitzen mit allem drum und dran. Aber ich muss gestehen, ich bin, glaube ich, drüber gestolpert, weil es im iTunes Store umsonst gab. Und zwar eine Serie genannt Defiance, eine Science-Fiction-Serie, spielt in der nahen Zukunft, glaube ich, ist es. Die Erde wird bevölkert von Außerirdischen, von unterschiedlichen Rassen und es bricht Krieg, Tod, Mord, wie es immer so ist, aus. Erde wird verändert, wird angepasst für die Außerirdischen und irgendwann schließen sie doch Frieden und dann setzt die Serie ein. Und sie ist von der Aufmachung her wie, ich würde sagen, eine Mischung aus Firefly und Western von gestern. Also Firefly war ja auch schon so eine Art Western-Serie im Science-Fiction, aber mit Weltraum, mehr mit Raumschiff. Und Defiance ist wirklich so eine Art Western-Serie auf der Erde. Es gab bis jetzt den Piloten und glaube die erste normale Folge, Episode, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den Piloten gesehen, war ja kostenlos bei iTunes.
Was ich sehr sympathisch finde, ist, es gibt sie jetzt auch schon im deutschen iTunes Store für zu kaufen. Das heißt auch im englischen Original. Da bin ich immer ein Freund von, weil ihr Content-Anbieter da draußen, wir Kunden wollen ja kaufen und bezahlen. Wir sind ja auch bereit, aber das Angebot muss halt mindestens genauso gut sein wie das per BitTorrent, wo ich alles habe. Also gebt euch Mühe und so langsam funktioniert es ja. Auch WatchEver hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Sendung gehabt. Auch wunderbar, baut immer mehr aus, auch mittlerweile aktuelle Serien drin. Wobei ich da heute vor die Problematik gestoßen bin, dass ich jetzt eine Altersfreigabe brauche. Ich wollte mir nämlich Justified anschauen. Und da kam auf einmal, bitte Altersverifikation abschicken. Deswegen konnte ich mir Justified noch nicht anschauen. War ein bisschen, naja, ärgerlich, will ich nicht sagen. Dann Doctor Who ist wieder angelaufen, die 7. Staffel. Wir haben demnächst die 50 Jahre Special Episode, die kommt im November. Da freue ich mich riesig drauf. Heute Abend lief auch wieder eine Folge. Das heißt, morgen früh kann ich wunderbar nebenbei nochmal Doctor Who schauen. Also ist ein Sonntag schon gerettet. Joggen, vielleicht ein Eis oder einen Kuchen essen und dann abends Doctor Who schauen. Sehr, sehr lecker. Ja, kommen wir zu einem Kulturtipp. Ich habe es mal unter Kultur gepackt. Und zwar eine Kickstarter-Kampagne für einen Kinofilm. Nach dem großen Erfolg von dem Kickstarter-Kampagne für Veronica Mars hat sich Zach Braff gedacht, das kann ich auch. Ich mache mal einen neuen Film. Er hat ja Preise eingeheimst für seinen Garden State. Ich denke, die meisten werden Zach Braff kennen aus Scrubs. Und er möchte halt gerne einen neuen Film machen, einen kleinen Film. Möchte aber nicht, dass irgendwelche Investoren, Finanziers ihm reinreden, dass er die Hauptrolle besetzen soll mit Brad Pitt oder was auch immer. Und da dachte er sich, versuche ich auch mein Glück. Ich mache auch eine Kampagne bei Kickstarter. Der Film wird heißen Wish I Was Here. Drehbuch von ihm und seinem Bruder. Auf der Kickstarter-Seite kriegt man auch schon ein paar Informationen und ein unglaubliches Video, weil das ist ja immer wichtig bei Kickstarter, das muss ein gutes Video sein und das ist wirklich gut gemacht. Kann ich nur empfehlen, auch wenn ihr nicht teilnehmen wollt, guckt euch allein das Video an. Ich sage nur, wer Big Bang Theory kennt und auch die anderen Schauspieler, sehr gut gemachtes Video. Ich habe vorhin einen Screenshot gemacht, da waren wir bei 1,987 Millionen Dollar. Er will 2 Millionen bekommen und vor zwei Minuten, bevor die Sendung angefangen hat, habe ich meine Kickstarter-Push-Nachricht bekommen, dass die 2 Millionen erreicht sind nach 3 Tagen. Da, so muss ich hin. Nee, so würden es die Amis ja machen, 3 Tage. Das heißt, ihr seht eigentlich nur 27 Tage, er hat seine 2 Millionen bekommen und ich bin auch der Meinung, dass das funktioniert und auch für die Zukunft, dass man kleine Dinge so direkt finanzieren kann. Ich habe auch teilgenommen und ich habe so teilgenommen, dass ich bei einem der Online-Screenings dann dabei bin. Also der Film wird Ende 2014, dann, nee, September 2014 geplant in die Kinos kommen. Und parallel dazu wird es dann auch eine Online-Kino-Vorführung geben und an der darf ich dann teilnehmen. Und bin auch gern bereit, sowas zu unterstützen, weil ich denke, so eine gewisse Unabhängigkeit und seien wir ehrlich, eigentlich kommen wir jetzt wieder dahin, wo Kunst, Kultur vor ein paar hundert Jahren schon mal war, weil es wurde eigentlich gefördert durch Sponsoren und allem. Und dann gab es halt eine Zeit lang, dass Verlage Geld machen konnten und ich glaube, die Zeit ist jetzt einfach vorbei. Sie wollen es halt nicht kapieren. Aber irgendwann werden auch dies verstehen, dass ihre alten Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Also geht mal auf Kickstarter, schaut nach Wish I Was Here und schaut euch auf jeden Fall das Video an. Das Problem mit Videos ja hier in der Sendung ist, mir stürzt ja mal alles ab. Deswegen traue ich mich das ja nicht mehr hier einzuspielen. Also ich habe vorhin eins getestet, weil eins muss ich einspielen. Wie gesagt, 50. Episode Magnemo TV. Da gibt es nachher noch eine Kleinigkeit. Aber da hoffe ich, das hält auch. Ja, kommen wir zu meinem Podcast-Tipp. Da bin ich jetzt mal ein bisschen egoistisch und empfehle einfach mal meinen anderen Podcast, und zwar den, den ich mit meinem Bruder zusammen, dem Junior, dem Tankwart, dem Mugi und dem Alterspräsidenten mache, und zwar da, wo wir den Gin verkosten. Das ist A View in Blue. Einmal im Monat, Samstagabends, 4 betrunkene Männer sitzen in einer Tankstelle hinten im Büro, trinken 2 Flaschen Gin, verkosten ihn, reden eine Menge Stuss. Ich habe es mir auch mal danach angehört und ich glaube, es ist wirklich nicht einfach, das sich anzuhören, weil wir doch ein bisschen durcheinander reden. Es hat aber einen hohen Unterhaltungsfaktor. Wir haben mittlerweile auch ab und zu mal einen Gast dabei.
auch eine schöne Webseite dazu mit allen drum und dran. Ich weiß gar nicht, wann wir die nächste Episode haben. Das wäre dann die Bottle 18. Die müsste jetzt irgendwann im Mai sein. Ist auf jeden Fall lustig und da muss ich auch gestehen, eigentlich machen wir das Ding nur für uns selber, weil es gibt da nichts Schöneres, als dass du einen Grund hast, dass du 2 Flaschen Gin kaufen kannst, sitzt in der Tankstelle hinten im Büro und trinkst den. Aber mittlerweile haben wir darüber auch wirklich was über den Geschmack, also die Unterschiede von Gin-Sorten kennengelernt. Und es gibt echt grauselige Gins und es gibt sehr leckere Gins. Und wenn ihr was wissen wollt zum Thema, wie man bewerten kann, da gibt es heiße Diskussionen. Also wir haben mittlerweile eine Bewertung, dass wir 0 bis 18 Wacholderbeeren verteilen. Das heißt, 18 Wacholderbeeren ist die höchste Wertung. Kann man noch ein paar Gold, Silber, Bronze, Lorbeerkränze oben drauf packen. Aber bis wir da hinkamen, war es eine heiße Diskussion und wir werden nach Viehmarkt werden wir noch Reste trinken. Da ist übrigens auch dann der Truce dabei. Alles auf Null setzen und nochmal von vorne anfangen mit dem Verkosten, weil das ist das Schöne, weil wir mussten ja erstmal alles lernen, damit wir jetzt alles nochmal verkosten können, um zu vergleichen. Perfekt. Genau, das ist A View in Blue. Wie gesagt, einmal im Monat live aus einer Tankstelle und auch als Podcast runterladbar. Wobei als Podcast, wie gesagt, da muss man schon durchhalten, sich das anzuhören. Wobei, wie gesagt, ich finde verdammt hoher Unterhaltungswert. Ja, kommen wir zum Musiktipp. Da habe ich ein neues Album der Swedish House Mafia, und zwar das Until Now, rausgesucht für diese Sendung. Ich mag es, weil es ein bisschen schöne Clubmusik ist. Da haben wir auch das Cover. Muss man halt mögen. Aber es sind ungefähr 10 Tracks drauf, die mir gefallen. Und kann natürlich sein, dass sowas auch mal in der McNemo-Bucht ankert. Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Also vielleicht guckt ihr in den nächsten Tagen mal in der Bucht vorbei. Das ist auf jeden Fall sehr schöne Musik. Und im iTunes Store, Preis-Leistung war auch gut. Ich habe, glaube ich, 6,99 gezahlt für das Album. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, dann Jamendo. Zum ersten Mal in einer Episode habe ich es geschafft, dass ich nicht mehrere Songs, sondern ich kam rein bei Jamendo. Ah, das gefällt mir, das empfehle ich. Das gibt es in der Sendung. Und zwar ist die Künstlerin aktuell in Deutschland und Europa noch on Tour. Sie müsste aktuell sogar in der Nähe um Frankfurt sein, wenn ich das richtig gesehen habe, und dort Konzerte spielen. Und zwar ist es Grace Kelly und das Album heißt Live at Scholars. Ist ein Live-Mitschnitt, wie gesagt, immer kostenlos bei Jamendo. Und da spiele ich euch auch nachher ein Stück raus, in der Hoffnung, dass das System hält. Und ich habe extra einen ausgewählt, der nicht so lang ist, weil meine Erfahrung war, irgendwie ab 3 Minuten wird es kritisch für meine Sendung. Jetzt gucke ich nochmal, wie der Song heißt. Das ist, wenn man Ready, Set, Stay. Also nachher zum Abschluss gibt es einen Song, Grace Kelly. Bisschen ruhigere Musik, aber ich finde es sehr angenehm. Nicht für jeden Moment, aber könnt ihr ja mal reinschauen. So, 50. Episode McNemo TV. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das durchhalte, dass ich so viele Episoden auch machen werde. Und vor allem war es interessant zu erleben, wie, ich sag mal, die Evolution bei McNemo TV war. Hier erstmal ein riesen Dankeschön an Ixi für die Grafiken, die er für mich gemacht hat. Unglaublich, also das wird alles nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht, wenn Ixi mir nicht immer so nette Grafiken gemacht hätte. Also ganz liebe Grüße an die Ostsee. Ixi, vielen Dank. Und es war auch lustig, als ich mir jetzt die ersten Episoden angeschaut habe. Also es gibt ja alle Episoden bei McNemo TV. Also das heißt, wer wissen will, wie ich vor 6 Jahren aussah, McNemo TV, und dann ziemlich in die ältesten Einträge gehen, dann gibt es Episode 1 und allem. War schon interessant. Und es gab auch eine gewisse Evolution. Es gab auch ein paar Sondersendungen. Es gab eine mit Truce. Das war unsere Anacho-Sendung. Das war, glaube ich, sogar die 2. Episode. Und dann, wie gesagt, sieht man auch die 1. Episode aus München. Viele Geschichten über die Zeit. Viel erlebt. Unterschiedliche Techniker. Wie gesagt, von der Technologie her. Ich glaube, die Hälfte von euch haben es ja alle mitbekommen, wie oft mir alles abgestürzt ist und ich auf die Technik geflucht habe. Und ich finde, so ungefähr seit 10 Episoden hält es sich und es funktioniert. Und von der Qualität ist es eigentlich auch ganz gut, also auch vom Streaming her. Zumindest das, was ich immer mitbekomme, so dass man jetzt auch mit Apple TV
mit iPhones und allem sich das anschauen kann. Hier ein riesen Dankeschön an Wowza Media Systems, wo immer sie auch sitzen, weil ich für die Sendung immer bei Amazon einen Server miete. Also was heißt mieten? Man kann die hochfahren, man bezahlt halt so lang und dann fahre ich sie wieder runter. Und ich muss mir keine Gedanken mehr um solche Technologien machen. Das war ja bei den ersten Folgen, da lief das ja noch über Ustream komplett anders. Und es macht mir einfach einen riesen Spaß. Also das muss ich auch gestehen. Das ist so, man wird auch ein bisschen zu einer Rampensau, glaube ich. Und vor allem, ich kann einmal im Monat eine Flasche Wein trinken. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal zum Riesling-Trinker werde über die ganze Zeit. Hier auch ein riesen Dankeschön an alle, die mir über die ganzen 49 Sendungen auch was geschickt haben. Da auch Dr. Pixel war auch sehr lecker, die Pakete, die du mir geschickt hast. Das mit dem Whisky, ich bin nicht so der Whisky-Trinker. Ich kann dir aber versichern, derjenige, der ihn getrunken hat, hat gesagt, er war sehr lecker. Bin halt mehr der Gin-Trinker. Dann ein riesen Dankeschön, weil ich ihn auch gerade sehe, an Sawgrass, der mich immer versorgt mit, wenn er zufällig drüben ist, mit Gutscheinen für meinen iTunes-Account. Auch ein Dankeschön. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe heute Abend mal gesessen und habe aus allen 49 Episoden Magnemo TV einen Screenshot gemacht und hatte mir einen Screenshot rausgesucht und habe sozusagen eine Art Dia-Show gemacht. Ich habe jetzt keine Musik reingemacht, weil wegen der GEMA bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Aber jetzt kommen gleich 49 Sekunden, weil es immer ein Sekundenwechsel, Evolution Magnemo TV von Episode 1 bis Episode 49. Ich hoffe, dass die Technik hält, dass mir jetzt nicht mein Setup um die Ohren fliegt. Und vielleicht quatsche ich auch mitten rein. Wie gesagt, ich wünsche euch viel, viel Spaß jetzt mit 49 Episoden Magnemo TV. Ach, eieiei, wenn ich da drauf gucke, eieiei, irgendwie erkenne ich mich da selber gar nicht mehr drauf. Also ich hoffe für die Live-Zuhörer, dass die das dann auch jetzt halbwegs vernünftig sehen. Wie gesagt, im Podcast wird man es dann besser sehen. Und war interessant, was für Hemden ich in den Sendungen. Da hat man übrigens, glaube ich, einen guten Unterschied gesehen, wann so der Cut war, wo ich so ein bisschen schmaler im Gesicht geworden bin. Ah, Episode 27 war die im Smoking. Oh, jetzt kommt, ich sehe nichts. Ich pack's nachher auch nochmal als extra zum Anschauen auf die Webseite. Beziehungsweise auch, ja, das waren 49 Episoden Magnemo TV im Schnelldurchlauf. Hat riesen Spaß gemacht, die alle zu mahnen. Ich freue mich auch schon auf 51 und 100 will ich auf jeden Fall vollkriegen. Und ich habe auch schon Ideen für Konzepte, wie man es ein bisschen erweitern kann. Und vor allem, ich brauche einen Techniker. Also ich habe es schon optimiert, ihr seht es jetzt nicht. Warte mal, ich halte es mal kurz hoch. Das heißt, die gesamte Steuerung von Magnemo TV erfolgt mittlerweile vom iPad. Weil das ist auch so ein Moment, wenn mich immer, oder wenn ich mit Leuten rede, so Windows, Linux und allem, ich sage immer, ja, Mac, weil genau das, was ich gerade tue, ermöglicht mir der Mac. Ich habe eine Anwendung wie Boings TV, Grabber Raster, QuickTime Broadcaster, Touch Control, das iPad kann ich benutzen und ich kann live auf Sendung gehen, ich kann rausgehen. Also das, was früher ja nur große Unternehmen konnten, Fernsehsender und so, kann jeder von zu Hause jetzt machen, das ist unglaublich. Und ich arbeite ja dran, dass ich irgendwann im Café meinen kleinen Podcast-Raum habe, wo ich dann meine Live-Podcasts von sende. Und wie gesagt, mit 45 war ja ursprünglich geplant, dass ich aussteige und mit Shuaibi zusammen eine Kneipe aufmache. Der Plan funktioniert leider jetzt nicht mehr ganz, aber mit Mrs. Shuaibi bin ich immer noch in der Planung, dass wir, weil sie ja ihre Ziegenkäse-Ecke hatte, müssen wir mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächsten 49 bzw. 50 Episoden. Ich habe auch vieles versprochen und nicht eingehalten. Ich wollte mal durchs Land reisen und so. Da muss ich auch gestehen, da muss ich mal ein bisschen konsequenter werden und es auch wirklich mal machen. Ich habe ja auch die Bahncard 100. Das heißt, ich werde wirklich mal Magnemo TV on Tour machen und einfach mal hinfahren. Vor allem habe ich dann auch eine gute Entschuldigung, dass ich mir ein MacBook Air kaufe. Weil ich warte ja als auf das neue MacBook Air, das mit Retina und dann gibt es auch Magnemo TV on Air. Ich muss auf jeden Fall Xi nochmal besuchen. Allein Dankeschön für die ganzen Grafiken. Dann will ich auf jeden Fall den Curry mal besuchen und mal so einen richtigen fränkischen Bierabend machen und dann so eine Magnemo TV Biersendung machen. Das heißt, wir stellen dann das Notebook dahin,
Kamera hoch, fahren und dann sitzt man den ganzen Abend und verkosten mal so irgendwie 10 fränkische Biersorten, irgendwas. Falls er Interesse daran hat, aber ich denke, da kann ich einen Curry bestimmt überzeugen. Vielleicht sollte ich mit dem Dr. Pixel mal eine Fotosafari live machen, so ein Live-Audio-Podcast mit ihm. Oder zumindest mal eine Sendung machen, warum er so viel fotografiert. Könnte ich ja auch mal machen. Dann muss ich auf jeden Fall irgendwann mal bei Sawgrass vorbeifahren, weil da habe ich nämlich gehört, da kannst du einfach vorbeigehen und packst einen Weber Grill ein und gehst einfach weiter. Und nee, das war jetzt ein Scherz, das macht man da nicht. Also sowas macht ihr nicht, ne? Ihr bezahlt anständig. Aber Weber-Grille sind, glaube ich, mittlerweile echt beliebt. Das muss man ja echt mal gestehen. Ach, freue ich mich übrigens. Ich muss mal kurz sagen, gleich im Night Talk auf dem Füchschen alt. Unglaublich. Ja, jetzt frage ich nochmal kurz, Bruder als Techniker, konnte man so den Zeitraffer McNemo TV sehen oder war es sehr ruckelig oder irgendwas? Das ist der Nachteil, ich keinen Techniker habe, also vor Ort. Aber ich habe eine Technikerin mittlerweile. Aber ob ich sie euch zeige, da muss ich mir noch mal ein bisschen überlegen. Aber die gibt es mittlerweile. Das verfalle ich in Melancholie über 49 Episoden. Übrigens habe ich auch festgestellt, bei vielen Episoden hatte ich ja wirklich auch, es gibt zum Beispiel auch eine Episode, da war der Curry dabei. Weil das war nämlich eine Original-McNemo-TV-Serie, glaube ich, zu irgendeiner WWDC. Das heißt, wenn ihr ein bisschen im Archiv sucht, findet ihr auch eine McNemo-TV-Sendung mit dem Curry. Und wie gesagt, die legendäre Episode 2 mit die Guerilla-Sendung kann ich nur empfehlen. Müsst ihr mal stöbern. Ich glaube, Truth wird mich wahrscheinlich verklagen, wenn ich das Video irgendwie online stelle. Aber irgendwann mache ich das auch nochmal. So, eigentlich wollte ich auf eine Stunde raus. Jetzt bin ich bei 41, 42. Wir müssen noch die Bademeister auslosen. Und dann mal gucken, dann Musik. Ja, also eigentlich liegen wir noch gut in der Zeit. Ja, dann würde mich mal interessieren. Ja, ich hoffe es mal, dass es euch auch Spaß macht zuzuschauen. Ich gehe es davon aus. Ihr schaut ja auch wieder zu und es gibt auch Podcasts und allem. Dementsprechend, und wie gesagt, leckere, ich habe es gerade im Chat gelesen, dass der Dr. Pixel mir ein Weinpaket wieder schicken will, da bin ich natürlich sehr, sehr glücklich drüber. Wird dann auch, aber wie gesagt, Weißwein, Riesling. Also ich habe noch nicht alle Sorten in Deutschland durch. Wenn ich dann durch bin, würde ich auch mal einen Rotwein trinken, aber da bin ich jetzt noch nicht so der Fan. Fred übrigens, da habe ich noch nicht rausgefunden, in welcher Episode der sich reingeschlichen hat. Ich glaube, es war 37 oder so. Auf einmal war der gelbe Hase da. Und seitdem, ich werde die nicht mehr los. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Zack, ein weg, ist der nächste wieder da. Also Fred, wahrscheinlich ist es mittlerweile auch schon Fred 7 und nicht mehr Fred 1. Ich weiß es nicht, aber Fred gehört mittlerweile dazu. Gut, kommen wir nochmal kurz zum Auslosen und da eine kurze Erklärung für die Leute, die zum ersten Mal zuschauen. Der Ursprung von McNemo TV ist ja eigentlich das McNemo.de Forum. Da auch nochmal lieben Grüße an alle, die aus dem Forum jetzt zuschauen. Hätte nicht gedacht, dass wir immer noch so online sind mit unserem Forum. Es gibt auf und nieder, immer wieder. Mittlerweile interessante neue Software, auch eine Shoutbox, die sehr spannend ist. Also für euch da draußen, die McNemo.de noch nicht kennen, schaut einfach mal vorbei. Lauter verrückte Menschen, die den ganzen Tag zwar über Macintosh reden, aber eigentlich eher über Gott und die Welt. Also so Mac-spezifische Fachthemen werdet ihr da nicht finden. Das ist mehr so wie so ein kleiner Stammtisch. Und der freut sich auch immer über ein wenig neue Impulse, Gedanken. Und natürlich, ich kann das auch nachvollziehen, wenn man in so eine komische Truppe reinkommt, immer ganz eigen. Und vor allem, die sind auch ganz eigen, aber sympathisch ganz eigen. Wie gesagt, wir machen auch Landgänge. Das ist ja Landgang 8.0. Da freue ich mich schon riesig drauf. Haben wir eigentlich schon irgendeinen Termin ausgesucht für den Landgang 8.0? Ich glaube nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Der Techniker hat was aus Berlin geschickt. Ah, der Techniker beschwert sich gerade, weil ich gesagt habe, dass ich vielleicht die Technikerin irgendwann mal zeige. Ja, das liegt dran, Frauen sind gut für die Quote. Das ist wie, also es gibt nur eins, was besser ist für die Quote als eine Frau, und das ist Hitler. Also wenn ich schaffe, Hitler in die Sendung zu kriegen, mal so als, also wenn Hitler mein Techniker wäre, ich glaube, dann hätte ich Einschaltquoten, da würde Guido Knopf von träumen.
Das wäre so, überleg mal, der ist wieder da, so München, ist ja, der war ja früher immer hier in dem Braukeller und so, und dann muss er ein paar Euros verdienen, da sitzt der Hitler bei mir und ist Techniker. Nee, aber für die Quote, ich mache auch nicht alles. Also ich bin nicht der Spiegel, der alle 3 Wochen auf dem Titelblatt das braucht, damit er Auflage macht, nein, nein. So, wo war ich denn jetzt gerade? Jetzt war ich nämlich abgelenkt. Genau, ich wollte, die Bademeister, genau. Die Bademeister müssten mittlerweile auch schon, glaube ich, Schwimmhäute zwischen ihren Fingern haben, weil die sitzen schon so lange am Beckenrand und allem. Und trotzdem, 2 davon werden heute erlöst, weil wir 2 neue Bademeister auslosen werden. Dann gucken wir doch mal. So, die Badeschlappen. Und zwar für die nächsten 3, vielleicht 5, 7, 10 bis immer gehen an. Den Dottore, der Dr. Pixel. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke mal, deine Badelatschen, du bräuchtest wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder neue Badelatschen, so häufig wie du die schon anhattest. So, und wer wird zusammen mit dem Dr. Pixel oben auf der Höhe sitzen und sich die jungen Dinger anschauen, die im Becken schwimmen? Na, wenn das nicht passend ist. Der Sawgrass. Der Dr. Pixel und der Sawgrass. Ja, dann könnt ihr ja in Berlin, wenn ihr euch jetzt da trefft, schon mal so ein bisschen die Schicht abstimmen, ne? Ja, damit haben wir 2 neue Bademeister für Magnemo.de, der Sawgrass und der Dr. Pixel. Ja, jetzt sind wir bei 46 Minuten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die eine Stunde noch voll kriegen soll. Ich wollte ja eigentlich eine Stunde auf Sendung gehen. Und vor allem weiß ich gar nicht, ob der Night Talk, aber ich sehe, der Curry ist da. Das heißt, für Night Talk habe ich auf jeden Fall den Curry. Vielleicht kommt der Schläfer auch noch dazu. Vielleicht kann ich meinen Ex-Kollegen auch noch überzeugen, reinzukommen. Gucken wir mal. Dann, wen habe ich noch? Der KT sitzt, glaube ich, in Berlin. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, 50 Episoden Magnemo TV. Interessant, wie sich der Mann da vor der Kamera sozusagen verändert hat. War interessant, heute zu sehen, wie das so aussah von Episode 1 bis jetzt. Das war es also, Episode 50, doch etwas kürzer als gedacht. Wir hatten Themen in der Sendung, Apple, der Herbst, lassen wir uns überraschen, was kommt. Ich werde auf jeden Fall schon mal ein paar Euro an die Seite legen und eigentlich hatte ich ja gehofft, dass die Apple-Aktien noch ein bisschen steigen, dass ich davon finanzieren kann, weil wie gesagt, der Mac Pro unterm Tisch und das MacBook Air, das steht bei mir auf der Kaufliste. Und ein schönes, großes Display als Media-Hub bei mir im Wohnzimmer, so da, wo das Rennrad gerade steht, daneben noch so der große Fernseh-Hub. Ich lasse mich überraschen. Auf der anderen Seite ist es gut, kann ich bis Herbst noch sparen. Wird auf jeden Fall ein heißer Herbst mit interessanten Produkten. Wie gesagt, iOS 7 kriegen wir noch. Dann hatten wir ITV Shows 2, also für euch Seriengeeks da draußen, wenn ihr irgendwie so eine kleine App braucht, mit der ihr das immer nachvollziehen könnt, was ihr gerade schaut oder nicht. Gibt es auch fürs iPhone, ITV 2. Dann das, was wir Männer brauchen, damit einfach das Fell mal runterkommt, der Panasonic ER1611. Ich kann nur empfehlen, das ist einfach wirklich. Dann der Hendrix Gin. Und beim Landgang 8.0 bestehe ich auf jeden Fall drauf, dass wir auch einen schönen Cocktailabend machen, dass wir irgendwo hingehen in eine Cocktailbar oder irgendwas und uns so richtig ablichten. Also Dr. Pixel, wenn du in Frankfurt schaust, guck auch mal nach, wo irgendwo eine Cocktailbar ist. Dann gleich im Night Talk leckeres Füchschen Altbier. Curry, ich bring dir auch mal eine davon mit, dass du mal ein schönes Altbier trinkst. Dann Kanu-Liebe für euch, Sawgrass. Wenn du jetzt nach Berlin fährst, kannst wunderbar ein schönes, romantisches Tretboot mieten und zusammen mit Dr. Pixel dann auf der Spree fahren, oder wenn es nicht romantisch sein soll, kannst du zumindest fahren und der Pixel kann dann fotografieren. Das heißt, du bist dann sozusagen sein Muli, der ihn überall hinfährt mit dem Tretboot, kanoliebe.de. Ich guck mal, ob ich mit meinem Bruder einen Deal raushandeln kann, dass er euch zumindest einen kleinen Piccolo da drauf stellt. Dann hat man Fernsehserie Defiance, Western von gestern, gepaart mit Firefly.
Ich finde es bis jetzt sehr unterhaltsam. Schaut mal rein. Wie gesagt, 99 Cent kostet, glaube ich, die Pilotfolge für 90 Minuten. Kann man auf jeden Fall mal investieren. Dann Wish I Was Here. Ist mittlerweile gefundet, das heißt, der Film wird auf jeden Fall produziert. Schaut euch aber das Backer, also das Kickstarter-Video auf jeden Fall an. Ich habe nur geschmunzelt. Man merkt einfach, er hat 9 Staffeln oder 8 Staffeln Scrubs hinter sich. Dann A View in Blue. Da freuen wir uns natürlich auch immer über Gäste. Also wenn einer von euch demnächst, ich sehe gerade, der Truth kommt online. Wenn einer von euch demnächst in Nordhessen ist und möchte mal gern bei der Gin-Verkostung teilnehmen, vielleicht sogar zur Viehmarkt-Sendung, wenn auch der Truth dabei ist. A View in Blue freut sich immer über Gäste. Dann hatten wir Musik Until Now, Swedish House Mafia. Schönes Album. Wie gesagt, guckt mal die nächsten Tage in der McNemo-Bucht vorbei. Jamendo spiele ich gleich was. Und jetzt für die, die eben gerade dazugekommen sind, vielleicht sind es ja noch ein, zwei Zuhörer, Zuschauer, werde ich jetzt doch nochmal 49 Episoden McNemo TV im Zeitraffer und ich versuche auch mal ein paar Kommentare zu machen. Und wichtig ist, guckt mal bei Sekunde 2, die Guerilla-Sendung. Wie gesagt, die Augen erkennt man eindeutig vom Truth durch die Maske. Also jetzt nochmal ganz kurz, 49 Episoden McNemo TV in 49 Sekunden. Viel Spaß. Eieieiei, da hatten wir echt noch eine bescheidene Bildqualität. Aber da waren wir noch mehr im Blau. Wir waren auch noch mehr McNemo, würde ich sagen, mit dem Rot und so. Genau, da war Skype gerade da. Curry, warst du übrigens mit dabei. Das war, glaube ich, Episode 11 oder so. Ja, da wird der Moderator schlanker irgendwie, merkt man gerade. Das war übrigens jetzt sind wir schon in München, die Smoking-Sendung, sehr schöne Sendung. Ach, mein Smoking muss ich auch mal wieder, da bin ich breiter geworden, da sind wir ins Breitbildfernsehen modern geworden. Da ist jetzt, wann war das, wann hat sich Fred reingeschmuggelt, war das jetzt 41? Genau. 49 Episoden McNemo TV in 49 Sekunden. Ich werde das Video gleich auch nochmal so posten. Hat mir auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten 50 Episoden. Ich hatte einen Techniker in Düsseldorf und vor allem, ich weiß, wenn ich ins Rheinland zurückkomme, wird er auch wieder Techniker machen. Ich habe jetzt einen Techniker in Berlin. Ich habe eine Technikerin. Lasst euch mal überraschen. Und das war's. Ich schicke euch jetzt in die Nacht mit Grace Kelly. Würde mich freuen, wenn wir uns gleich noch im Night Talk hören. Wenn Truth jetzt auch online kommt, ist er ja vielleicht auch dabei. Ansonsten auf jeden Fall Curry und ich werden über Bier philosophieren und wahrscheinlich, was im Herbst bei Apple kommt. Das war McNemo TV Episode 50. Ich wünsche euch einen schönen Abend und jetzt gucken wir mal Grace Kelly, Ready, Set, Stay und ich versuche, dass ich nichts kaputt mache. So. Da bin ich jetzt wieder. Ich hoffe mal, hört man mich jetzt draußen wieder? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, das war wohl anscheinend irgendwie, wenn ich auf Jamendo umschalte, dann fliegt mir hier alles um die Ohren. Interessant, interessant. Keine Ahnung, ob ich es jetzt nochmal versuche. Zumindest habe ich ja fast die gesamte Sendung drin. Das Schlimme ist ja, dass ja Boings TV das angekündigt hat. Und zwar ist Licht an 10.8.3, also das, was ich gerade benutze. Nein, 10.7. Ich kann nur leider nicht auf Snow wechseln, weil mein Mac Pro das nicht kann. Ich versuche es jetzt nochmal. Wir versuchen es jetzt nochmal ganz kurz und ich werde mal nicht das Cover einblenden. Das heißt, jetzt nochmal Grace Kelly. Ein zweiter Versuch. So, ganz kurz im Chat, wenn ihr mich jetzt hört und sagt mal kurz, wie viele Finger ihr seht. Perfekt, Curry. Beim Zählen auf dich kann man sich verlassen. Also nochmal, Grace Kelly live at Scholars. Just 5 more minutes, please. You're such a sleepyhead.
And that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do, but they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me. Wait for me. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Ready, set, stay forever. Stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever. Stay, stay, stay. Let's stay under these cotton waves, calling to work and say, you won't go today, ain't no way. Download our favorite TV shows, rubbing nose and nose, till the sun goes down again. Under the covers, wait for me. Wait for me. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Ready, set, stay forever. Stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever. Stay, stay. I'll be so warm here in your arms. So take a snapshot before life gets us back in the race. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Ready, set, stay forever. Stay, stay, stay. Ready, set, stay. Ready, set, love me all day. Stay forever. Stay, stay, stay. Stay forever. Stay, stay, stay. Stay forever. Stay, stay, stay. Und für den Truus da draußen, ne? Für den Truus habe ich auch immer noch ein bisschen Heavy Metal dabei, ne? Und da gucken wir jetzt mal und dann spielen wir noch für den Truus noch ein bisschen Heavy Metal. Er soll ja nicht sagen, ne, dass das ein bisschen zu leise für ihn war. Da gucken wir doch mal. Das ist das Gute, ne? Weil mir ja alles um die Ohren geflogen ist, muss ich morgen eh schneiden wie ein Großer. Das heißt, ich hatte ja in 49 Episoden Magnemo TV auch mal Heavy Metal. Und ihr wisst ja, ich habe ja auch meinen Heavy-Metal-Sender. Also Magnemo TV hat ja seinen Radiosender, 24 Stunden nur Heavy-Metal, ohne Werbung, allen drum und dran. Und ja, nicht alles ist gut, aber ich gucke jetzt mal kurz, was ich bei meinem Jamendo Heavy-Metal drin habe. Und da habe ich bestimmt was für den Truus drin. Ah, ich weiß schon, was ich nehme. Ich weiß schon, was ich nehme. Was von Holy Hell. Nee, nicht Holy, ah, wie hießen sie denn? Holy Pain, genau, Holy Pain. Jetzt weiß ich nur nicht, welcher Song das war. Wie kriege ich das raus? Warte mal, da gucke ich jetzt mal kurz. Das ist gut, dass ich das iPad nehmen kann. Also jetzt für... Nur für den Truus da draußen. Gucken wir mal. Oder Truus, weißt du, welchen Song ich nehmen soll? Von Holy Pain. The Ambassador of Death. Also, jetzt für den Techniker für den Mann mit der Skimaske aus Episode 2. Ich hoffe, ihr habt es im Video gesehen. Ich weiß nicht, ob es zu schnell war. Nur für dich, Truus. The Ambassador of Death von Holy Pain. So, jetzt muss ich ein bisschen warten, weil es kommt live aus meinem iTunes-Match. Ich hoffe, ich puste euch jetzt nicht die Ohren weg. Ja.
Flasche leer. Das war Holy Pain für Truth, für meinen alten Techniker. Ich denke, damit können wir auch rausgehen. Ich habe die Stunde doch noch voll bekommen. Vielen, vielen Dank, dank des Crashs. Aber wunderbar, in allen Episoden, in den letzten drei, immer bei Jamendo ist es mir um die Ohren geflogen. Das war eine würdige 50. Episode. Ich freue mich auf die 51. Ich freue mich mal auf eine Sondersendung. Die muss ich mal mit allen Technikern. Das heißt, ich habe dann alle Techniker hier sitzen. Die machen die Sendung und ich sitze nur dahinter und gucke zu, wie die Sendung machen. Wir sehen uns demnächst bei Episode 51. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Würde mich noch mehr freuen, wenn wir uns gleich im Night Talk hören. Das war Episode 51. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis demnächst. Bye-bye und auf Wiedersehen.